Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich das Unboxing von der französischen Blessing Box in der Mai-Ausgabe. Und wenn du Bock drauf hast, zusammen mit mir in diese schöne Box hineinzustöbern, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Blessing Box aus Frankreich habe ich im höchstpersönlichen Abonnement. Das heißt, ich bekomme sie monatlich zugeschickt, bezahle 17,90 Euro pro Box und pro Monat dafür. Und die Mai-Box ist eine ganz spezielle Box, denn ich habe im Mai Geburtstag und sehe das dann halt immer so als meine Geburtstagsbox, ne? Naja, die Boxenpacker wissen das ja nicht, ne? Bei der Blessing Box in Frankreich kann man oftmals zwischen Produkten auswählen. In dem Fall war es angekündigt worden, dass wir hier eine Kooperation mit Caudalie drin haben. Und da wir letztens erst eine Kooperation in der My Little Box mit Caudalie drin hatten, hatte ich mich dafür entschieden, dass ich nicht ein weiteres Caudalie-Produkt hier drin haben möchte, sondern ein Überraschungsprodukt. Und deswegen bin ich sehr gespannt, welches Produkt ich dann quasi hier drin haben werde. Allgemein, welche Produkte sich hier drin verbergen, denn die Blessing Frankreich Box stützt sich halt super krass auf das Beauty-Profil, was ich für mich so hinterlegt habe. Mit ein bisschen Französischkenntnissen funktioniert das Ganze nämlich ein bisschen. Und Unbox Butterfly Nicole öffnet diese Box ja auch jeden Monat und da kann ich dann auch tatsächlich sehen, was jemand dann bekommt, der einen etwas anders ausgefüllten Fragebogen dann hinterlegt hat. Ja, ich finde diese Box immer sehr empfehlenswert und wenn ich danach gefragt werde, so eine Box, die halt Produkte enthält von Marken, die wir nicht unbedingt kennen, empfehle ich gerne die Blessing Box oder die Goodie Box zum Beispiel, weil da sind halt Marken drin enthalten, die uns jetzt nicht so mega häufig beim Boxenmarkt über den Weg laufen. Ich persönlich habe hier schon super viel Neues kennenlernen dürfen und nicht nur, dass das Boxendesign und dieses Format sich halt ständig ändert, es ist wirklich sehr spielerisch, sehr anders und das gefällt mir. Hier haben wir auch so eine Blütenlandschaft hier drauf abgebildet, mag ich gerne leiden. Das sind auch schöne Boxen, ne, die man auch schön als Geschenkboxen jetzt weiter verschenken kann. Und jetzt habe ich mal den Deckel entfernt und da sehen wir auch direkt, auch wenn man in Frankreich sagt, dass man gerne mit Chichi arbeitet, bei den Blessing Box nicht unbedingt, denn hier haben wir nicht mal Füllmaterial. Spektakulär. Fünf Produkte haben wir normalerweise in der Box drin enthalten und hier haben wir einen Flyer drin. Ich muss gestehen, normalerweise brockle ich diese Flyer oder die Häppchen, wo drin steht, was drin ist, ja gerne immer aus der Box hinaus, um halt die Boxengeschichten so zu übersetzen. Habe ich hier tatsächlich, also bei diesem, was hier steht, nicht machen müssen, weil da steht halt im Prinzip drin, naja, blöder Papiermarkt, auch wir mussten jetzt auf unsere Häppchen verzichten erstmal, hoffentlich kommt im nächsten Monat wieder eins mit. Keine Ahnung, ne? Es ist halt eine verrückte Situation. QR-Code wollte ich scannen, problematisch. Error 405 habe ich leider häufiger, wenn ich auf die Homepage von Blessing möchte. Ich habe euch auch mal den Link zu der Box unten in die Infobox gepackt. Dann könnt ihr nämlich schon mal ein bisschen rabattiert die Box shoppen, wenn ihr möchtet, ne? Genau. Und ich kann dadurch irgendwelche Punkte sammeln. So, ja. Also wie gesagt, leider können wir uns jetzt nicht so auf das Motto einstimmen. Das freut mich eigentlich immer sehr, weil das immer sehr charmant einen heranführt. Und ich übersetze es immer gerne für euch und mit euch zusammen, damit wir halt einfach mal so ein bisschen in diesen Groove kommen. Aber gut, wir haben eine Kooperation mit Caudalie, deswegen nehme ich zuallererst auch das Caudalie-Produkt raus. Die Preise finde ich auf der Homepage. Das ist nämlich so, wenn man dann quasi als Blessing-Kunde sich dort im Konto einloggt, dass direkt dann auch schon drin steht, was in der Box dann enthalten ist, damit man die Produkte auch nachschauen könnte. Ne? So, hier habe ich das Venusaur Hydra Grape Water Gel Moisturizer. 15 ml sind hier drin enthalten, also quasi ein feuchtigkeitsspendendes Gedöns, was jetzt im Sommer sehr schön ist, weil da mag man jetzt nicht so unbedingt diese super schweren Texturen auf der Haut haben. Kommt das ganz gut, wenn man leichten Moisturizer drüber gibt. Für mich ist es aktuell so, dass mehr ist. Also ich klatsche mir da echt ganz schön viel Pflege drauf und ganz schön viel reichhaltige Geschichten, weil ich eben durch die Schwangerschaft halt sehr trockene Haut bekommen habe. Hatte ich ja vorher schon, aber jetzt nochmal on top. Und zwar am ganzen Körper. Das ist so merkwürdig, also wirklich krass. Und ja, das hier wäre dann für mich persönlich zu wenig. Da würde ich mir dann wirklich, also das würde ich als Serum quasi verwenden und darüber dann nochmal eine Gesichtscreme geben. Ne? Aber an und für sich ist Caudalie eine schöne Marke. Ich weiß gar nicht, ob die sogar hier 1% standen, die spenden die für den Planeten auch immer. Ich weiß nicht, inwiefern das naturmäßig unterwegs ist, aber Caudalie ist dafür bekannt, auch sehr hautverträglich zu sein. Ne? Dann habe ich hier was drin von einer Marke, die nennt sich Madara. Die hatte ich
damals schon mal getestet, als sie recht neu auf dem Markt waren. Da haben die eine Kooperation mit mir gehabt, da habe ich die Foundation und den Concealer, glaube ich, mit euch zusammen ausprobiert. Und den Highlighter, da erinnere ich mich noch dran, da habe ich den als Primer verwendet und sah aus wie der Zinnmas. Mann, es war so witzig. Auf jeden Fall kommen die jetzt auch häufiger mit Pflegeprodukten in die Boxen hinein, was ich schön finde. Das hier ist aber eine Maske, die ich leider nicht verwenden darf. Brightening AHA Peel Mask. Also nicht nur wegen dem AHA, sondern auch wegen dem Peel. Es ist gerade nicht so geil für mich. I'm the recycled tube. Das ist nett. Ja, also 17 ml von der Peel-Off-Maske mit AHA, also Fruchtsäure. Ich würde die jetzt nicht so in der Schwangerschaft empfehlen, ne? Nee, warte mal. Nicht Peel-Off, das ist eine Peeling-Maske eben wegen dem AHA. Die kannst du runterwaschen nach 3-10 Minuten. So, also im Prinzip ist es weniger eine Maske, sondern eher ein Peeling, also ein Fruchtsäure-Peeling, sollte man eigentlich sowieso im Sommer nicht unbedingt verwenden, sondern da eher zu einem Enzym-Peeling greifen. Deswegen für mich jetzt eher kein passendes Produkt für eine Box im Mai, also für eine Sommerbox. Sowas gehört eher in so eine November-Box hinein. Ne? Also da können wir Fruchtsäure-Peelings oder diese AHA-BHA-Peelings gut machen, weil das natürlich sehr, sehr angreifend für die Haut ist und die Haut dann sonnenmäßig zu sehr geschädigt werden könnte. Also falls ihr das in der Box haben solltet, lieber ein bisschen so noch ein halbes Jährchen aufbewahren und dann erst verwenden. Dann habe ich hier eine Parfümprobe drin enthalten, die ist meistens aber nicht preislich aufgeführt. Good Girl von Carolina Herrera, New York. Ja, hier sind 1,5 ml drin enthalten, weil Blissim Frankreich ja auch sowas in deren Online-Shop führt. Ist öfters mal eine Parfümprobe enthalten, was ich schön finde. Aber wie gesagt, das gehört nicht zu den 5 Produkten und ist auch preislich nicht aufgeführt. Müsste eigentlich ganz geil riechen. Ich packe das mal in meinen Full-Face-Beauty-Boxen für Mai mit rein. Mal gucken, ob ich das ziehe. Ne? Wäre auch ganz nice. Ich habe hier aber, glaube ich, noch ein weiteres Parfum drin, oder? Eau de Parfum, 15 ml, ja. Sea Ray Poire and Scented Blanc. Okay. Ja, das ist ein Spray. Also quasi ein Sprüher. Das ist schon mal ganz nett. Das kommt auch in Full-Face-Beauty-Boxen rein. Ich rieche das mal. Mal gucken. Das riecht sehr, sehr, sehr intensiv. Es hat einen viel schwereren Duft. Okay, ich habe mir eben was drauf gesprüht. Egal, das wird. Kriegen wir schon, ne? Kriegen wir schon. Okay, es kommt wirklich sehr intensiv. Schwer. Hat was Blumiges. Aber auch was Pudriges mit dabei. Aber auch was Fruchtiges, also leicht sowas Säuerliches ist auch noch irgendwie mit dabei. Also ich mag den Duft, finde den schön angenehm sommerlich tatsächlich. Den müsste ich jetzt natürlich noch ein bisschen intensiver testen. Kommt auch ins Full Face Beauty Box mit rein, ne? Und da kann ich mir den also zum Sommer gut vorstellen. Jetzt kommt aber gerade auch so ein leicht herbes Gedönsen. Ich weiß nicht, ob das Moschus oder sowas ist. Haben ja manchmal so auch Frauenparfums in einer tiefer unten Note. Basisnote? Kopf, Herz, Kopf. Basis, irgendwie so. Und ja, beide kommen dann ins Full-Face-Beauty-Boxen. Da sammle ich nämlich alles so über den jeweiligen Monat aus den Beauty-Boxen, was dekorative Kosmetik angeht und teste das dann in meinem Gesicht. Heute trage ich zum Beispiel das aus April in meinem Gesicht. Leute, es war echt eine wilde Reise. Schaltet ein, wenn das Video online kommt. So, diese Marke hatten wir jetzt auch tatsächlich in der Blissim-Box öfters drin. Garancia, das ist teuer, Leute. L'Elixir du Marabout, Serum Concentré, Anti-Imperfections and Anti-Age mit 3 Brevets, was auch immer das heißt. 5 ml sind hier drin enthalten. Das ist ein sehr, also eine Marke, die echt hochpreisig ist. Die hatten wir auch, glaube ich, im Adventskalender auch so mit drin. War auch so ein ganz kleines Typchen, sagt teuer, krasses Pferd, ne? Maltodextrin, auch interessant, das hat man normalerweise so in, ne? Wenn du halt so, wie heißt das denn, Traubenzucker nimmst. Interesting, interesting, es steht jetzt natürlich nicht so viel drauf. Anti-Imperfections, Anti-Aging-Serum, Avoid the Eyes. Okay, also quasi ohne Augen, machst du das auf dein Gesicht, ist dann wahrscheinlich einfach gegen Falten, ne? Ja, schön. Und es ist sehr ölig. Muss man mal ausprobieren. Genau, das war dann jetzt quasi das vierte Produkt. Und jetzt habe ich hier das fünfte und letzte Produkt. Das ist dann für den Körper. Blanc Crème Paris Le Corps. Also quasi Uncutest Body Milk with Green Tea and Verbena. Das ist sehr beruhigend. 30 ml haben wir hier drin enthalten. Das reicht für vielleicht anderthalb Mal Körper eincremen, wenn überhaupt. Ne? Also einmal auf jeden Fall. Mit Allantoin. Auch das ist immer sehr
Ja, ne? Pflegend und sehr beruhigend, das Ganze. Steht hier alles auf Französisch drauf. Tee vert, also quasi grünen Tee. Matcha haben wir hier mit drin. Verbene haben wir hier mit drin enthalten. Jo. Jo. Subtil parfümiert. 97% sind Inhaltsstoffe natürlichen Ursprungs. Ist auf jeden Fall ein schönes Körperprodukt, nachdem wir ja fast, ja, wir hatten jetzt sonst nur Gesichtspflege, ne? Da passt das ganz gut. Relativ ausgewogenes Verhältnis. Wir haben halt ein Gesichtspeeling, was nicht unbedingt so in den Sommer reinpasst. Wir haben ein schönes Moisturizer, ein feuchtigkeitsspendendes Gedöns. Dann haben wir ein schönes Anti-Aging-Öl fürs Gesicht, ein tolles Parfum. Und dann noch was für den Körper mit dabei. Schon eine schöne Box, wobei ich wirklich bei dem einen Produkt sage, schwierig, aber ganz ehrlich, wenn eins von fünf Produkten ein schwierig von mir bekommt, das ist trotzdem noch eine gelungene Box. Ich kann es euch empfehlen. Schaut in der Infobox vorbei, wenn ihr da einfach mal vorbeischauen wollt. Wow. Ihr Lieben, das war's jetzt hier von mir und der Blissin-Box aus Frankreich für den Monat Mai. Und wenn dir mein Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Da kommt die Pizza. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!